Being in the army is worse than being on OnlyFans. Wow. You're selling your body to the government. Ja, wer kennt's nicht? In der Armee zu sein ist wahrscheinlich schlimmer als OnlyFans. Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Heute geht's um realitätsferne OnlyFans-Creatorinnen. Leider bin ich etwas erkältet, also entschuldigt die Stimme. Habe ich Bock, mir diesen OF-Cringe-Content zu geben? Nein. Mache ich es trotzdem? Ja. Zu sagen, ich verkaufe meinen Körper und das dann einfach so stehen zu lassen, finde ich einfach ein bisschen schwierig. Leute, die ganz normal arbeiten gehen, verkaufen sich ja auch irgendwie und tauschen einfach ihre Zeit gegen Geld. Ja, wenn du OF machst, verkaufst du deinen Körper, denn es ist nichts anderes als Online-Prosti. Und das ist jetzt nur meine Meinung. Doch wenn du normal arbeiten gehst, ja, du verkaufst deine Zeit, aber du verkaufst deine Intimsphäre nicht und da ist der große Unterschied. Auf meiner Arbeit oder zum Beispiel online wissen nicht alle, wie ich komplett nackt aussehe. Also ja, die Aussage, du verkaufst deinen Körper, ist nicht wirklich schwierig. Und das mit einem ganz normalen Arbeitnehmer zu vergleichen, ist schon irgendwo realitätsfern. Ich habe durch den Beruf schon einige Vorteile, würde ich sagen. Unter anderem ja auch die Zeit. Ich habe so viel mehr Zeit. Ich kann mir halt meine Zeit selbst einteilen. Ich bin mein eigener Job. Mein eigener Boss. Wenn man selbstständig ist, ist man immer sein eigener Boss. Man kann sich aber mit sehr vielen Dingen selbstständig machen und nicht nur mit OnlyFans. Du hast dich halt aktiv für OnlyFans entschieden, deshalb musst du damit rechnen, dass du solche Kommentare bekommst wie du verkaufst deinen Körper. Und das Ganze schön zu reden ist irgendwo realitätsfern. Aber die Dame hat noch eine weitere Weisheit, die sie uns mit auf den Weg geben möchte. Denkst du, Männer würden auch OF machen, wenn sie es könnten? Wenn das bei denen auch so leicht wäre? Das ist so eine gute Frage. Ich bekomme immer so viel Hate von irgendwelchen random Typen, die unter meine Beiträge schreiben. Es wäre so einfach und man kann ja nichts anderes. Naja, das stimmt ja irgendwo. Erstens, es ist ja wirklich einfach. Ich meine, wie kreativ musst du bei diesem Content sein? Letztendlich musst du dich nur vor der Kamera ausziehen oder dich von irgendeinem Bre wegballern lassen und das reicht ja auch schon. Und wenn wir mal ehrlich sind, OF ist schon wirklich sehr einfach. Diese Typen würden genau dasselbe machen, wenn sie die Möglichkeit hätten und das genauso viel laufen würde. Woher weißt du Goofy das denn? Es mag sein, dass wenn es so einfach für Typen wäre, es der ein oder andere Typ das auch macht, aber ich denke, die Mehrheit ist dagegen und würde sich definitiv dagegen entscheiden, weil sie sowas wie moralische Wertvorstellungen besitzen. Außerdem gibt es bereits auf OF viele erfolgreiche Typen. Das heißt ja, auch als Typ kannst du da Erfolg haben, nur ist der Preis halt sehr hoch und viele wollen diesen Preis nicht zahlen. Hier finde ich es echt traurig, was für ein Bild sie von der Männerwelt hat. Aber was ich noch trauriger finde, sind die Maschen der OF-Girls und wie sie die Abonnenten von Instagram auf OF locken. Eine zum Beispiel macht das folgendermaßen. Wie kann man sich ein Fantreffen mit dir verdienen? Und sie antwortet natürlich, indem du mein OF supportest und ein treuer Fan bist. Kurz gesagt, indem du ihr möglichst viel Geld spendest. Aber denkt jetzt nicht, dass sie sich wirklich mit euch treffen wird. Oder wann machst du das nächste Fantreffen? Sobald ich wieder in der Schweiz bin, bekommt der nächste Top-Fan die Chance auf ein Fantreffen. Ich bezweifle, dass sie sich ernsthaft mit ihren Top-Fan oder Top-Simp, wie ich ihn gerne nenne, treffen wird, sondern einfach nur das Maximum aus ihrem OF-Account rausholen möchte. Kleine Werbeunterbrechung, ab Sonntag, also heute, gibt es 20% bei Smilodogs mit dem Code MACHER. Und ab einem Bestellwert von 80 Euro gibt es ein gratis Geschenk dazu. Checkt gerne dazu den Link in meiner Videobeschreibung. Damit würdet ihr mich und meinen Kanal supporten. Aber in den tiefsten Abgründen TikToks bin ich noch auf Folgendes gestoßen. Wie viel hast du verdient? Ich habe 12.000 Euro verdient, aber es lohnt sich nicht, meiner Meinung nach. Jetzt klingt das natürlich so, dass 12.000 Euro sehr wenig sind und dass es sich nicht lohnt. Aber das wurde natürlich aus dem Kontext geschnitten und das hat sie wirklich gesagt. Ich habe nicht gemeint, dass es sich finanziell nicht lohnt. Es lohnt sich extrem finanziell. Das ist außer Frage. 12.000 Euro für einen Monat ist viel. Was sich aber nicht lohnt, ist der moralische und der mentale Aspekt. Und da muss ich ihr zustimmen, denn ich würde nicht meine ganze Moral und meine Werte in die Tonne kloppen, nur für ein bisschen mehr Geld. Einerseits hat sie das zwar gesagt, aber dann bin ich auf Folgendes gestoßen. Sie bedient nicht nur OnlyFans, sondern auch Brezels und Mym. Das sind auch zwei andere Plattformen, wo man quasi dasselbe macht wie OnlyFans. Und ich brauche hier gar kein Beispiel aus OnlyFans zu nennen. Ich kann euch einfach die Kommentarsection zeigen, die ihr kreiert habt. Das sind Sachen, mit denen ich umgehen muss jetzt.
oder mit denen ich auch davor umgehen musste, als ich es angekündigt habe. Geschweige denn von den gierigen Typen, als ich auf OnlyFans gepostet habe. Ja, und ganz ehrlich, da muss man sagen, selbst schuld, wenn du deine Reichweite mit etwas anderem aufbaust und dann auf einmal deinen Content in Richtung OnlyFans veränderst, musst du dich nicht wundern, wenn dich dann viele nicht mehr feiern. Aber bitte hört mir auf zu erzählen, Frauen haben es so ein... Ja, es ist vielleicht easy für uns, wenn wir blank ziehen, aber in fast jedem anderen Job sind wir einfach fucking unterbezahlt. Also lasst es doch einfach sein, Digga. Und das ist wirklich der größte Bullshit, den ich hier gehört habe. Natürlich haben es Frauen auf Social Media viel einfacher. Ich sag nur die Lara. Die hat einfach 2,26 Millionen Follower auf YouTube und das nur mit Tanzvideos. Sie hat 3 richtige YouTube-Videos gepostet. Der Rest sind irgendwelche Shorts, wo sie eigentlich immer denselben Tanz nur mit anderen Klamotten macht. Und jetzt eine Frage an euch. Hätte sie auch über 2 Millionen Follower, wenn sie ein Typ wäre? Mit Sicherheit nicht. Da hätte sie wahrscheinlich 226 Follower. Und vor allem die Aussage, Frauen sind in fast allen Berufen unterbezahlt. Ich weiß nicht, welche Berufe sie meint, aber in den meisten Fällen verdienen Männer und Frauen dasselbe. Egal ob bei der Polizei, Ärzte, Anwälte, Ingenieure, da nimmt sich das nicht viel. Und wenn sie jetzt auf diesen Gender Pay Gap anspielt, der bereinigte Gender Pay Gap liegt bei 6%. Und bei der Berechnung der 6% fehlen Angaben wie Erwerbsunterbrechungen. Das heißt, der bereinigte Gender Pay Gap wäre noch niedriger, wenn man weitere Faktoren mit einberechnen würde. Und ganz ehrlich, würden Frauen für die ein und dieselbe Arbeit weniger Geld bekommen, ja, dann wäre ich ja dumm, wenn ich Männer einstellen würde als Unternehmen, sondern würde ich ja nur noch Frauen einstellen, da würde ich ja 6% sparen, nach dieser Logik. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Dame, die sich darüber beschwert, warum sie gehatet wird, seitdem sie mit OF startet. Kommentare wie diesen hier bekomme ich tatsächlich sehr, sehr häufig und ich versuche das in der Regel nicht so nah an mich ranzulassen und schluck das eher runter und thematisiere das jetzt auch nicht so großartig, aber manchmal, da geht mir das schon echt extrem nah und ich habe mir gedacht, ich gebe dir heute einfach mal einen Einblick in mein Inneres und in mein Leben hinter Social Media. Und hier denke ich mir, was hast du eigentlich erwartet? Wenn du mehr so Comedy-Content machst und dann auf einmal mit OF startest, ist es ja normal, dass sich dann viele nicht mehr feiern. Wisst ihr, ich liebe es wirklich total Content-Creatorin zu sein. Ich habe daran so viel Spaß, ich habe da endlich was gefunden, was mich glücklich macht, was mich erfüllt und womit ich auch irgendwie einen Mehrwert im Leben von anderen Menschen schaffen kann, was ich dadurch sehe, dass ich total viele Nachrichten bekomme von Menschen, die mir sagen, ich liebe deine Videos, ich liebe deinen Humor, ich freue mich immer auf deine Videos, die machen meinen Tag besser, dann habe ich irgendwie was zu lachen und das sind Sachen, die bedeuten mir halt echt extrem viel. Nur letztendlich kann ich davon alleine meine Rechnung halt nicht bezahlen, ja. Weil mit Instagram, TikTok, mit dem ganzen Content, den ich hier mache, damit verdiene ich kein Geld. Also jetzt mal Real Talk. Wenn du Social Media machst und Spaß dran hast, dann machst du es ja auch nicht wirklich für Geld. Und wenn deine Reichweite nicht dafür ausreicht, dass du so viel Geld verdienst, dass du davon leben kannst, ja, dann solltest du dir vielleicht einen Job suchen. Na jetzt mal ganz ehrlich, mit meiner Reichweite auf YouTube könnte ich jetzt noch nicht ganz davon leben. Wahrscheinlich könnte ich das, wenn alle Videos wirklich grün wären. Aber anstatt sowas wie OnlyFans zu starten oder meinen Followern irgendwas Schlechtes zu verkaufen, was ihnen schadet, gehe ich lieber normal arbeiten. So, ich verdiene damit halt einfach nichts. Das heißt, ich brauchte eine Möglichkeit, wie ich mein Leben finanzieren kann. Und da war für mich OF einfach die beste Option, das alles miteinander zu verbinden, dass ich das machen kann, was ich gerne mache. Und das ist hier wirklich traurig zu hören, dass sie denkt, dass OF die beste Option war, die sie haben könnte. Was ich alles geopfert habe, wo ich überall durchgegangen bin, um jetzt da zu sein, wo ich gerade bin. Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Und ich verstehe halt einfach nicht, bei all diesen positiven Sachen, die ich halt mache, wo dann viele auch sagen so, ey, ich finde das toll und war, und die dann zu dem Schluss kommen, ja, eigentlich fand ich dich toll, aber ah, jetzt habe ich gesehen, du machst OF so, ja, schade, du bist ja doch wieder nur so eine und jetzt finde ich dich doch nicht mehr toll, ich entfolge dir jetzt und all diese Sachen so. Naja, viele Menschen inklusive mir finden halt OF moralisch verwerflich. Und da kann ich es verstehen, wenn Zuschauer sagen, hey, dieser Influencer entspricht nicht ganz meinen Werten und Moralvorstellungen, das supporte ich nicht, denen folge ich.
Und damit musst du halt leben können. Und natürlich kann ich es verstehen, warum die damit anfangen. Es ist halt der leichteste Weg für eine Frau, an Geld zu kommen. Weil es leider in unserer Gesellschaft immer noch sehr viele Sims gibt, die darauf reinfallen. Was ich persönlich aber sehr kritisch finde, ist, wenn man es versucht, anderen schmackhaft zu machen. Es gibt ja mittlerweile sehr viele OnlyFriends-Agenturen, die irgendwelche Frauen in Social Media anschreiben, um zu sagen, hey, hast du Lust, Geld zu verdienen? Du könntest mit OF starten. Du könntest so und so viel Tausende von Euros verdienen im Monat. Die versuchen, die irgendwie zu locken. Und das finde ich noch ekliger. Real Talk. Jeder sagt zu dir, sei du selbst und mach das, was dir Spaß macht. So lange, bis du es tatsächlich tust. Bis dein Spaß und dein Du-Selbst-Sein zum Nachteil von anderen Menschen wird. Und wenn dein Spaß dann auch noch heißt, sich als Frau für OF zu entscheiden, dann ist es ganz vorbei. Unabhängig davon, ob es dort das zu sehen gibt, was alle denken, was es dort zu sehen gibt. Also jetzt mal ganz ehrlich, wofür ist OF denn bekannt? Für FSK 18 Content. Und als würde dein Account laufen, wenn du dich nicht ausziehen würdest. Folg uns für mehr Infos zum Thema OF und Co. Ja, wenn ihr mehr zum Thema OnlyFriends erfahren wollt, dann könnt ihr auch gerne mir folgen, denn ich versuche das Ganze zu zerlegen. Und junge Mädels davor zu bewahren, diesen Weg einzuschlagen, damit sie etwas Vernünftiges machen und vielleicht auch viel erfolgreicher werden, ohne sich ausziehen zu müssen. Was ist mein Fazit? Ich finde es immer noch traurig, dass man versucht, OnlyFriends schön zu reden und zu verharmlosen. Denn es ist kein Geheimnis, dass viele Creator dort mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, sobald sie mit OnlyFriends starten. Außerdem lassen sie sich von ihren Followern dazu überreden, immer härteren Content zu posten, bis sie dann auf dieser Plattform hier landen. Ich kann euch nur empfehlen, macht das, was euch wirklich Spaß macht, versucht herauszufinden, was euer Talent ist und zieht einfach durch. Denn der leichteste Weg ist nicht immer der beste. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt mal eure Meinung zum Thema OF rein und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn das nächste Video wird sehr unterhaltsam.